FutureSax 2013, Plattform, Schnittstelle, Ideentransfer. Mit der Auftaktveranstaltung in der Hochschule für Bildende Künste in Dresden wurde ein Gedankenaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik angeschoben. Industrie trifft Kreativwirtschaft, so die Thematik des Innovationsforums. Der Freistaat Sachsen hatte eingeladen, 150 Gäste kamen. Für den Gastgeber Sven Morlock, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im Freistaat, steht die Veranstaltung für die Innovationskraft der sächsischen Wirtschaft. Wenn man anschaut, was wir im Bereich der Prozessinnovation haben, aber auch der Produktinnovationen, liegen wir deutschlandweit über dem Durchschnitt, bei den Marktneuheiten sogar noch etwas besser. Das ist schon viel, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, aber eins ist auch klar, der bundesdeutsche Durchschnitt kann uns nicht zufriedenstellen. Wir wollen an die Spitze, deswegen wollen wir bei dem Thema nicht nachlassen und weiter Druck machen. Keynotes, Panels und Best-Practice-Beispiele, das Innovationsforum hatte viel zu bieten. Man sieht also einen bunten Mix von unterschiedlichen Typen, finde ich hochspannend. Und ich glaube, dass wir miteinander diskutieren und ins Gespräch kommen, das ist das Entscheidende. Und so konnten sich die Gäste dann noch zwischen zwei sogenannten Sessions entscheiden. Wissenschaftler berichteten über neue Ansätze im Industriedesign, Wettbewerbsvorteile und neue Unternehmenskulturen, Unternehmer über erfolgreiche Berührungspunkte mit der Kreativwirtschaft. Übergreifendes Thema in allen Vorträgen war der Blick über den Tellerrand hinaus. Das, was ich hier heute mitgenommen habe, von anderen Sparten, aber genauso wie von den Künstlern, aber auch von den Politikern, ist für mich sehr inspirierend und ich werde das gerne weitergeben an meine Mitarbeiter, an Kollegen, an Partner, Wirtschaftspartner. Wir haben heute den Versuch unternommen und ich glaube, es ist uns auch gelungen zu zeigen, dass es neben den klassischen Industrien in Sachsen auch ein starkes kreatives Umfeld gibt. Und ich glaube, heute hat es auch schon erste Ansätze gegeben, das weiter auszubauen und wir dürfen auf weitere Kooperationen hoffen. Die Zukunft bleibt spannend. Mit der Präsentation der sächsischen Branchenverbände und einem Atelierrundgang in der Kunsthochschule, die zu den ältesten in Europa gehört, endete der Abend in Dresden. Rundherum war das Innovationsforum eine gelungene Veranstaltung, die den Gästen neben Motivation vor allem Mut für neue Wege machte.